Und dann einen Casino-Deal anzunehmen, das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Wir verdienen für das, was wir machen, schon so viel zu viel Geld. Und dann auch noch einen Casino-Deal anzunehmen, geht nicht in meinen Kopf rein. Real Talk, da gibt es andere Wege. Ich habe auch sehr krasse Zukunftsängste, deswegen habe ich auch so das mit King Cans gemacht. Ich, Abu und Breitenberg haben das mit King Cans gemacht, weil wir auch alle krasse Zukunftsängste haben und damit vielleicht hoffen, dass wir vielleicht Inshallah irgendwann damit aussorgen können. Aber das in diesen Wege zu machen, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Chat, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ich habe auch, Chat, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe nichts mit meiner Kohle gemacht. Krasses, außer Reisen gewesen. Reisen, ich glaube, dreimal insgesamt oder viermal. Und investiert und meine Mutter gegeben. Mehr habe ich nicht mit meiner Kohle gemacht. Natürlich gibt es andere Leute, die Verantwortung haben und weiß ich nicht, was machen müssen, aber. Digga, Abu war bei mir zu Hause. Digga, wenn ihr mein Zimmer sehen würdet, hier ist alles versperrmüllt. Geisteskrank, sieht aus wie Müll, aber ich kann hier streamen. Und es juckt mich auch nicht. Es juckt mich 0,0. Er hat den Tisch gezeigt, respektlos. Ich bin einfach, ich muss ehrlicherweise sagen, guck mal, Chat, ich bin menschlich davon einfach, menschlich davon. Ich bin menschlich gesehen einfach sehr, sehr enttäuscht. Ich bin einfach menschlich gesehen sehr, sehr enttäuscht. Wenn ihr das fühlen könnt. Vor allen Dingen, wenn man auch Monate vorher immer gesagt hat, dass man das niemals machen würde. Fühlt ihr, Chat? Fühlt ihr? Und wisst ihr, was krass ist? Es gab ja damals die Thematik auch zwischen Bazzi und Abo. Ich schwöre es euch wirklich, Abo hätte im Internet so viel sagen können, so viele, also wirklich so viel auspacken können. Aber er hat's wirklich, er hat sich gemacht. Er hat sich gemacht. Und Abu wäre derjenige, wo die Leute dann immer gesagt haben, in die Kommentare geschrieben haben, oh, Abu hat sein wahres Gesicht gezeigt. Abu hat sein wahres Gesicht gezeigt, dies, das und so. Und jetzt sieht man erst wirklich, wer sein wahres Gesicht gezeigt hat. Damals, als die Sache war mit Hope V. Und ich schwöre, und ich war mit Abu privat und er hat das wirklich fertig gemacht, die Kommentare. Aber er hat trotzdem nicht on stream irgendwie jemanden anderes schlecht geredet. Ich find's einfach nur krass. Ich find's einfach nur krass.
Und ich habe auch noch Clips gesehen, wie Batsy, die habe ich zugeschickt bekommen. Einfach so, ihr kennt seine Art, so einfach, ich rede jetzt wirklich ganz einfach offen, einfach so auch Kinkens sich so darüber lustig gemacht hat und so schlecht geredet hat, wo ich mir denke, wo, warum? Wo, für was? Also was bringt es dir? Für was? Oder wir brauchen gar nicht erst anfangen. Wir brauchen gar nicht erst anfangen mit Hope V, wie oft das schlecht geredet wurde. Habt ihr jemals von uns, habt ihr jemals von Abu? Oder uns was krass Schlechtes in seine Richtung Onstream gehört? Das haben wir nie. Nie, 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 nie. Aber jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, also das ist, also das, als ich das gesehen habe, war ich wirklich krass, also wirklich krass, krass enttäuscht. Wirklich krass, krass enttäuscht. Weil das ist wirklich heavy. Aber es ist ja nicht nur, also ich habe einige kranke Sachen gehört in letzter Zeit. Es ist ja nicht nur die Casino-Thematik, die mich so krass enttäuscht hat. Also da, also wirklich. Ich hoffe nur, dass Gigan und Edis nicht so werden. Wirklich. Vor allen Dingen Gigant. Ich glaube, Gigant ist wirklich so ein. Ich sag ehrlich, jedes Mal, wenn ich bei Gigant in den Stream gegangen bin, wirklich immer positive Laune gehabt. Gigant ist wirklich so ein netter Junge. Und ich habe einfach das Gefühl, dass er im falschen Umkreis ist. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Edis genauso. Hoffe ich, also hoffe ich auch nicht, dass er sowas macht. Ja, was soll ich dazu sagen, Chat? Jetzt mal ehrlich, Chat. Was soll ich, also was soll man dazu sagen? Aber ich sag euch ehrlich, Chat. Ich sag euch ehrlich, Chat. Also, als ich das mit diesem. Es stimmt wirklich. Es stimmt einfach wirklich, dass dein Umfeld dich selber macht. Das ist, also, das ist wirklich, das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Es stimmt einfach zu 100%.
dass dein Umfeld dich selber macht. Und deswegen sucht euch, ich schwöre es euch, und das bringt euch sehr, sehr weiter im Leben, sucht euch eure engsten Kollegen sehr gut aus. Sucht euch eure engsten Kollegen sehr gut aus. Sweezy, danke dir für deine 7 Monate. Es ist crazy. Crazy, crazy, crazy. Vor allen Dingen, ich kann mir das nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, Chat, wie man mit 10.000 Subs sagt, dass man zu wenig Geld hat. Wie sollen das funktionieren? Wenn man, also, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, was man mit seinem Geld macht oder wie man mit seinem Geld umgeht, dass 10 Subs, dass 10.000 Subs zu wenig sind. Er hat 40k Schulden, meint er. Oder? Insgesamt 300k. Das weiß ich nicht, Digga. Da habe ich keine Ahnung von. Das ist auf, aber das ist auf jeden Fall gar keine. Das ist keine Ausrede dafür. Das ist auf jeden Fall keine Ausrede dafür. Kannst du bitte wenigstens Leute bannen, die Mandy beleidigen? Das müssen meine Mods machen, Batzi. Jetzt bist du auch hier im Chat. Ich sag dir nur so, und ich bin wirklich ganz ehrlich, ich bin geisteskrank enttäuscht. Ich bin wirklich geisteskrank enttäuscht. Ich hätte niemals, weil wir auch am Telefon miteinander geredet haben, und wir kommen beide von dieser RP-Szene und haben beide damals diesen geisteskranken Hype gehabt. Und ich sag dir ganz ehrlich, Bro, und das ist nicht nur, weil ich mich jetzt hier gut reden will oder dies und das on stream. Du weißt, ich mach sowas nicht. Dass mit diesem Onstream mich gut reden, aber ich vom alten Bruder zu Bruder, das ist crazy, weil ich das niemals gedacht hätte, weil wir eigentlich gesagt haben, dass wir sowas niemals machen würden. Wir beide. Ich bin auch sehr enttäuscht. Kann man sich nichts kaufen? So läuft das Leben. Trotzdem nur das Beste für dich. Ja, auch nur das, Bruder, auch nur das Beste für dich. Auch nur das Beste für dich. Ich bin, Chat, ich bin, guck mal. Ich bin auch auf niemanden sauer, dies, das. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht. Und wer sind wir Menschen, wenn wir nicht verzeihen? Um ehrlich zu sein. Also, wer sind wir Menschen, wenn wir nicht verzeihen?
Ich bin ein Stück Scheiße, das sage ich jedes Mal, ich bin nichts Besonderes. Bruder, das ist keine Aus. Das ist keine. Du, das ist keine Argumentation, Batzi. Dass du sagst, ich bin ein Stück Scheiße, ich bin nichts Besonderes. Das ist keine Argumentation. Das ist keine Argumentation, Bro. Das macht keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Du kannst dich nicht selber schlecht reden und dann damit Scheiße bauen. Ich find's. Das Ding ist, was ich so krass, was ich geisteskrank finde, bei dieser Casimo-Thematik, wir beide sind Brüder in derselben Religion. Und Digga, Casino zu streamen vor 5000 Menschen und Menschen sich das angucken und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Menschen auch oder dass die Menschen Bock haben zu spielen und deswegen spielen. Das ist sehr, sehr krass. Ich will nicht urteilen, auf gar keinen Fall. Ich find's nur krass, wie es dazu gekommen ist. Bei einem Skurus, bei eurem Orange, Morange oder also die ganzen anderen Leute, da ist es mir komplett egal. Die sollen ihr Ding machen. Ist mir komplett egal. Aber bei einem, mit dem ich vorher so eng war, früher, und wir uns früher gesagt haben, dass wir niemals sowas wie Casino machen würden, da bin ich enttäuscht. Bei den anderen kann es mir komplett egal sein. Zu denen habe ich keinen Bezug. Ich bin nicht gut mit denen, ich bin nicht schlecht mit denen. Ich bin neutral zu denen, aber das ist krass. Es gibt noch eine Zukunft, halte ihnen davor ab irgendwie. Also Batzi, falls du noch im Stream bist, du kannst mir gerne auf mein Handy schreiben, du kannst mir gerne auf WhatsApp schreiben, du kannst mich gerne anrufen. Falls, dann machen wir das Offstream. Und vielleicht kann ich dich davon überreden, dass du vielleicht davon wegkommst. Weil ich finde das krass. Ich finde das krass. Und dieses Casino-Ding, Digga, die Leute wissen doch. Jeder Casino-Streamer weiß doch selber, dass es
Weißt doch selber, dass es einfach geheuchelte Kacke ist. Digga, wenn die mit deinen, wenn die, du merkst das doch schon bei jeder Scheiße, wie die immer eine Diskussion starten und sie sich selber versuchen, du merkst das in deren Köpfen, wie sie sich selber versuchen, ihr Gewissen reinzureden. Jedes Mal, jedes, wirklich jedes Mal ist diese Thematik da und du merkst jedes Mal, wie die diskutieren und du merkst einfach, wie die selber versuchen, ihren Gewissen reinzureden. Die lügen sich selbst an. Ich werde ihn, Chat, ich werde ihn einmal offstream anrufen. Es versuchen, ihn davon wegzukriegen. Das ist das Einzige, was ich machen kann, um da zu helfen, aus Respekt unserer alten Zeit gegenüber. Dafür, dass ich sehr dick mit ihm war, früher. Aber wenn es nicht funktioniert, dann. Dann weiß ich selber nicht, was ich machen soll. Da gibt es nicht mehr zu versuchen, das Ding ist over. Ich glaube auch, dass eine, wenn du, wenn du schon bei der, wenn du schon da drin bist und schon bei der, in der Entscheidung warst, dann gibt es da, glaube ich, keinen Rückweg mehr. Weil wenn du dich schon dafür entschieden hast, vor 5000 Leuten Casino zu streamen, dann glaube ich nicht, Chat, dass man damit aufhört. Dann bist du so vom Teufel gepackt. Dann bist du so vom Teufel gepackt. Das auch, das ist. Was ist das? Ich will mir keine Slot-Clips angucken. Auf gar keinen. Ich will mir sowas nicht angucken. Wirklich nicht. Ich habe keine Lust auf sowas. Chat, ich hatte selber mal meine Zeit, wo ich. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Wo ich Casino gezockt habe, privat. Und dann habe ich, glaube ich, boah, ich glaube, ich habe 2 Ethereum verzockt. Und das war eine Dimension für mich, Digga. Das war nicht an so einem krassen Kurs, da war es, glaube ich, 2000 Euro. Aber, Digga, da dachte ich mir schon so, 2000 Euro, Digga, das ist. Also da war für mich, okay, das nie wieder in meinem Leben. Nie wieder in meinem Leben. Und seitdem habe ich nicht mehr gezockt. Digga, überlegt euch mal 2000 Euro. Für andere sind das 4 Spins, aber 2000 Euro, Chat. Wie viel Kohle das ist. Also da hat mein Herz so geblutet. Und deswegen, Chat, ich verstehe dieses Zukunftsängste-Ding, aber es gibt auch andere Wege. Ich, Abo,
Und Breitenberg haben es auch auf einen anderen Weg gemacht. Ein Eli, Sydney und Willi haben es auch auf einen anderen Weg gemacht. Es gibt so viele andere Beispiele, die es auch auf einen anderen Weg gemacht haben, die sich ein Unternehmen aufgebaut haben und versucht haben, damit so auszusorgen. Und wir haben heute so gute Infos auch für Kinkans bekommen. Das ist crazy. Und man muss nicht in diese Casino-Thematik. Man muss es nicht machen. Du hast aber Geld, er hat Schulden. Oder wir kommen beide vom selben Boot. Wir sind beide zum selben Moment. Wir sind beide im selben Moment. Sind wir gestiegen auf Twitch. Bruder, du kannst also. Wie kommt das? Also dann kann man halt nicht mit Finanzen umgehen, um ehrlich zu sein. Es hätte auch halt kein Mensch was gesagt, wenn er vorher nicht so eine Scheiße gelabert hätte. Das kommt auch noch dazu. Muss auch nicht sein. Chat, zum Abschluss nochmal, was ich sagen will. Mir ist nur eine Sache wichtig und das sage ich euch, Chat, bevor wir in die Reactions reingehen. Sucht euch eure engen Freunde wirklich aus. Wirklich gut aus. Sucht euch euren engen Freunde wirklich gut aus. Das ist sehr, sehr wichtig. Du bist der Durchschnitt der fünf Personen um dich herum. Ja, so kann man es zusammenfassen. Okay, Chat. Lecker Bob, danke dir für deine 17 Monate. Danke für den ganzen Subs, die ich nicht vorlesen konnte bei der Thematik. Aber das hat mich wirklich geisteskrank geflasht. Als ich weg war. Also, das hat mich wirklich geisteskrank geflasht. Und ich wollte nicht mal on-stream irgendwas dazu sagen. Aber ich weiß nicht. Als einer dann in den Chat geschrieben hat, da habe ich angefangen zu reden und ich konnte nicht aufhören. Also, wir schauen uns das Video an. 14 Tage Meal Prep. Ich habe keine Ahnung, was es ist, Chat. Ich habe keine Ahnung, was es ist. 14 Tage Meal Prep. Selbstexperiment. Danke, danke, danke für die Subs. Für die nächste Woche. Ihr kennt das vielleicht auch. Ich komme einfach oft nicht dazu, selbst zu Heute kochen. Besonders schlimm ist das in Mittagspausen bei der Arbeit. Warum kommen jetzt die ganzen Alerts? Was ist das für ein Drecksbug? Fucking Sleeper, man. Schnauze, fucking Sleeper. Kuss, Bruder. Fucking Sleeper, man. Oh mein Gott, Digga. Yes. Play better, you fucking noob kid. Fucking Sleeper, man. Mann. Salamu alaikum. Alaikumsalam. Digga, Ranger, mach mal diese scheiße Alerts weg! Fucking Sleeper, man. Och, Digga. Jäger. Fucking Sleeper, man. Ranger, bitte. Fucking Sleeper, man. Digga, warte, ich lösche einfach die Szene jetzt. Ich mach die Alerts aus. Ah, besser ist es. Wichtig. Fucking Sleeper, aber auch man. Auch sonst habe ich oft keine. Digga!
Idee, was ich jetzt essen soll. Ja, wie fast jeden Tag gibt es heute wieder die Nummer 35. Lecker. Ich esse unterwegs aus Bequemlichkeit Fastfood, bestell irgendwas Schlechtes oder esse auch einfach mal gar nichts. Das ist auf Dauer... Forrest, Chad, wie heißt der Penis nochmal? Ah, Sergen. Sergen hat gesagt, es gibt einen neuen Teil The Forrest, was wir spielen sollen. Sollen wir da reingehen? Heute rausgekommen. Natürlich nicht nur teuer, sondern auch super ungesund. Dabei würde ich schon sagen, dass mir eine gesunde Ernährung eigentlich wichtig ist. Deswegen will ich schon seit längerer Zeit mal Meal Prep ausprobieren. Also einmal in der Woche das Essen für die gesamte Woche vorkochen und dann jeden Tag leckeres und vor allem gesundes Essen haben, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen. Deswegen starte ich jetzt das Selbstexperiment und mache 2 Wochen lang Meal Prep. Ich bin echt gespannt, wie gut ich das organisiert bekomme und wie viel Geld ich dabei vielleicht sparen kann. Meal Prep! Was ist Meal Prep? Dieses Video entsteht im Rahmen der Europe Home of Cheese Kampagne und wurde mit Mitteln der europäischen Entwicklungsagentur. Jetzt geht es erstmal darum, ein paar Gerichte zu finden, die ich die nächste Woche vorkochen möchte. Ich möchte Frühstück, Mittagessen und Abendessen machen. Also hat er gerade erklärt, ich habe nicht zugehört. Das volle Programm. Also ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich einfach jeden Tag das gleiche Frühstück, Mittag und Abendessen essen werde. Ich habe jetzt 3 Gerichte gefunden, die ich... Digga, warte mal, 14 Tage lang dasselbe. Ich glaube, ich ganz gut Meal Preppen kann. Das sind zum Frühstück einmal Overnight Oats, dann habe ich so eine mediterrane Lunchbox gefunden und dann noch ein rotes Curry. Ich habe jetzt gerade mal eine Einkaufsliste geschrieben und werde jetzt einfach mal direkt die Zutaten für das Ganze einkaufen. Aber wie sinnvoll ist Meal Prepping überhaupt? Um darüber mehr zu erfahren, habe ich mich mit dem Ernährungsexperten Dr. Volker Manns getroffen. Meal Prepping ist definitiv gesünder als das Fertigprodukt, die Pizza, das asiatische Gericht von nebenan, weil Fertigprodukte haben einen riesen Nachteil, die haben eine lange Zutatenliste. Was kann man oder was sollte man beim Meal Prepping beachten? Plane dein Essen, beziehungsweise geh ganz bewusst einkaufen mit Einkaufszettel, vervielfache dein Essen, dass es portionsweise dann auch zum Beispiel eingefroren wird. Mach es nicht zu kompliziert, eine Handvoll Zutaten. Handvoll heißt bei mir aber maximal 5 Zutaten. Dann habe ich wirklich einen Grundstock und es ist einfach und nicht so zeitraubend. Ich war gerade erfolgreich einkaufen und jetzt geht's ans Kochen für die erste Woche. Also das heißt 5 mal 3. Volles Kackvideo, Digga. Und ihn mal her jetzt. Wissen Sie, was man sagt? Nee. Wer gut tanzt, ist gut im Bett. Ja, warte mal. You must hold your hand in this one. Bro, riss der grad ne Oma, Digga? Na. Nein. Nee, oh? Hehehe. 99% der anderen ja. Rocket! Glaube ich sogar. Rocket! Yeah, Rocky! Hey, wait. Digga, ich finde Karneval so Müll, Chat. Wärst du in einer Beziehung? Oh Gott, ich hasse Karneval, Digga. Ich hasse es. Ich hasse Karneval. Ja? Ja? Vor allen Dingen, ich hasse aus einem Grund Karneval schon geisteskrank. Und das ist, weil die verfickten Kack... Läden dann nur bis um 14, 15 Uhr offen haben, Digga. Das fang ich am. Hallo, Mann. Ja, jetzt. Digga.
Und die Leute gehen dahin zu Karneval, um am Ende so in der Ecke zu liegen und zu kotzen, weil es deren übel ist von Alkohol. Das ist so das, warum es Karneval gibt. Ist das geisteskrank. Oh mein Gott.